Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Adventure Doppelpunkt Psy, Folge 56, der Goldwolf des Sichelmondes. Also, vor dem Eikatsch fand ich, war die Folge eigentlich ganz okay. Nach dem Eikatsch fand ich sie einfach wieder grottig. Es fing halt damit an, dass Gabumon erstmal schon mal einen Traum hatte. Und warum er davon geträumt hat, keine Ahnung. So, und da hat man dann sofort Zanbamon gegen Kreskarurumon kämpfen sehen und das konnte man schon sehr gut erkennen und das hat meiner Meinung nach schon viel zu viel vorweggenommen. Ich hätte es besser gefunden, wenn man nur gesehen hätte, wie Zanbamon kämpft und wie er sich gegen einen Speer wehrt. Also sprich, dass man nur den Speer sieht und nicht das Digimon, das den Speer hält. Sofort ist der Nebel aufgezogen, sie wurden von Zanbamon angegriffen, mal wieder, das fand ich auch ein bisschen unnötig. Und dann haben wir Grismon, Strabimon und Hanumon, was wir als Apemon kennen, gesehen, die versucht haben, es anzugreifen. Gut fand ich, Grismon gegen Zanbamon, das hat natürlich ein bisschen an Digimon World 3 erinnert, hätte man aber damals schon viel früher machen sollen, in Digimon Frontier, wo das Spiel auch rauskam, aber naja, lieber spät als nie. Und ja, Strabimon heißt wohl jetzt seit dieser Folge Storabimon, aber da ich das Digimon schon viel länger kannte und es immer Strabimon genannt habe und es überall auch so stand, werde ich es aus Gewohnheit auch Strabimon nennen und beide Namen ergeben ja auch Sinn. Erstmal finde ich es ja auch ziemlich nett, dass Strabimon die Stimme von Koji aus Digimon Frontier hat. Das ist eine sehr nette Fanservice-Sache. Er wurde dann von Garurumon gerettet, Zanbamon hat sie fast eingeholt, aber weil es Tag wurde, konnten sie entkommen. Okay, war eigentlich auch nicht schlecht gemacht. So, dann sind sie in so einer Art Dorf und ich finde es halt schon interessant, dass Strabimon, wenn ich so an Digimon Frontier mit Flamon denke, ziemlich groß ist. Nett war, dass sie auch Koemon gesehen haben, bei uns als Monmon bekannt und Kotemon. Schade, dass sie natürlich nichts gesagt haben, aber ja, war natürlich trotzdem immer noch so eine kleine Anlehnung an World 3. Dass Mojamon aber in dem Dorf war, fand ich jetzt nicht so gut. Da hätte man eher dieses Jungle-Mojamon nehmen sollen, weil ich denke, dass es für ein normales Mojamon in dieser Gegend einfach zu warm ist. So, sie haben dann eben auch erzählt, dass keine der Attacken bei Zanbamon irgendetwas ausgerichtet hat, Zanbamon die aber ja wohl erwischen und angreifen konnte. Deswegen nimmt Yamato Kontakt zu Koshiro auf. Das fand ich ehrlich gesagt auch gut gemacht, weil er zum einen sich ja so Hilfe holt und zum anderen ist hier jetzt das erste Mal im Anime ja auch die Sache, dass es ja auch nichts bringt. Zanbamon ist ja ziemlich stark, aber es ist egal, ob sie aufs Ultra- oder Mega-Level digitieren, weil sie ihn ja nicht treffen können. Natürlich ist schon offensichtlich, finde ich, für den Zuschauer, wegen dem Nebel, dass es natürlich nicht richtig da ist, sondern eine Art Geist. Nun ja, Yamato und Gabumon wollten dann eigentlich, dass Garurumon, naja, mit Geschwindigkeit Zanbamon irgendwie aufhält. Also war es dann wieder Nacht und Yamato ist natürlich ganz cool und lässig von einem hohen Baum runter auf Garurumon gesprungen und ich erinnere, im Falle von Digimon Savers beschweren sich die Leute, dass Masaru, der 14 Jahre alt ist, allerdings die Größe und den Körperbau von einem 16-Jährigen hat, dass er Digimon schlägt und von hohen Orten runterspringt. Aber wenn das ein kleiner 10-11-Jähriger Yamato macht, dann ist das natürlich cool. Finde ich nicht. Ich finde es auch lächerlich, dass er überhaupt keine Angst hatte. Aber gut. Ja, Garurumon, dass der wirklich schneller als Zanbamon ist, möchte ich eigentlich bezweifeln. Ein Pferd ist wohl auch schneller als ein Wolf, aber okay. Ja, und dann kam natürlich wieder Taichi mit Metallgreymon. Ja gut, Koshiro hat Taichi halt Bescheid gegeben gehabt, aber ich sage mir so, er hätte allen Bescheid geben können und meiner Meinung nach hätte jetzt auch Sora auftauchen können, aber nein, es muss natürlich wieder Taichi sein. So, und dann gab es sofort den nächsten Tag, die waren einfach nur K.O. und haben Strabimon dann eben erzählt, dass sie gegen ihn gekämpft haben. Dann sah man einen Rückblick, einfach nur mit Standbildern und allen Leveln. Gut war, dass Koshiro dann herausgefunden hat, dass es in der Gegend halt mal eine Schlacht gab und Zanbamon hat halt gegen den goldenen Schwertkämpfer gekämpft, den man halt wieder mit den Umrissen und so sieht und das ist halt einfach, naja, blöd, weil man es sehr genau erkennen kann. Und es heißt halt, dass die Klinge von Zanbamon hier halt als Fluch gilt und deswegen kann man es halt nur besiegen, wenn man die goldene Klinge, also ja, die goldene Klinge von dem goldenen Krieger hat. So, die Digimon, allen voran Strabimon, wissen natürlich, worüber sie reden und Strabimon bringt eben Yamato und Garurumon auch dorthin, wo diese Klinge halt ist. Die ist natürlich ziemlich rostig, aber Garurumon denkt an seinen Traum und nimmt ihn natürlich mit. Finde ich auch in Ordnung, wegen dem Traum, auch wenn es nach wie vor keinen Grund gibt, warum Gabumon davon geträumt hat. Und dann ist natürlich wieder Nacht und Metallgreymon kämpft sinnlos. Und zum einen muss ich mich fragen, wenn sie wissen, dass ihre Attacken Zanbamon sowieso nicht treffen und nichts anhaben, warum greift er dann überhaupt noch an? Ja, da müssen wir natürlich wieder die Digitation von Garurumon zu Vera Garurumon sehen. Das war absolut unnötig und hat einfach nur Zeit gefressen.
Ja, der Speer ist dann recht schnell gebrochen. Ja, Yamato hat dann versucht, den Speer aus dem Boden zu ziehen. Das fand ich irgendwie lächerlich, also dass er das auch noch geschafft hat. Dass er es versucht, ist ja das eine, aber es zu schaffen. Und dann hält er tatsächlich noch mit Veregarurumon diesen krüppeligen, zerbrochenen Speer in der Hand und kann gegen Zanbamon ankommen. Also bitte. Dann fing der Speer natürlich an zu leuchten, dann wurde er wieder heile und golden. Und dann standen die sich dann erstmal ewig lange da gegenüber und das fand ich auch wieder blöd und ich dachte schon, ich habe so ein bisschen dann geguckt, wie lange die Folge noch geht und denke, ja, wenn wir jetzt das Ending und so abziehen, haben wir ja nur noch 2 Minuten, was soll denn das jetzt? Wieso 2 Minuten für neues Digimon halt? Ja, dann kam natürlich die Digitation zu Kreskarurumon. Ich habe natürlich nicht wirklich viel erwartet. War okay, aber ganz ehrlich, ich musste auch ziemlich stark an einen Megazord denken, also an die Verwandlung in einen Megazord aus Power Ranger. Ja, und dann wieder Standbilder, also so ein Rückblick halt mit Standbildern, wie Kreskarurumon und Zanbamon gekämpft haben. Dann starren die sich ewig lange an. Das Lied ist schon fast zu Ende. Dann gibt es einfach 2 Hiebe und er hat gewonnen und alles ist gut. Und was das jetzt so mit Freundschaft zu tun hatte, muss ich nicht so wirklich nachvollziehen. Und um ehrlich zu sein, ich hätte mir da wirklich mehr vorgestellt, weil ich finde, Kreskarurumon ist eigentlich ein verdammt cooles Digimon. Und ja, dann steht es eigentlich nur da rum und Standbilder. Toll. Außerdem finde ich es auch schade, dass Drabimon und Yamato eigentlich auch wirklich kaum miteinander interagiert haben. Ich habe mir das eigentlich so ein bisschen gewünscht und vorgestellt wie in Digimon Frontier, wo Koji, bevor er halt zu Kendogarurumon digitiert ist, wo er dann damit Gotsumon aneinander geraten ist und die ja auch so ein bisschen Kontakt zueinander hatten. So ungefähr, so war Drabimon eigentlich am Ende nur, hey, ich bin neu, ich zeig dir, wo die Klinge ist und fertig. Er hat zwar noch ein bisschen geredet, das war auch okay, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass es ein bisschen kämpft und angreifbar, ehrlich. Was hat das jetzt mit Freundschaft zu tun gehabt? Über den neuen Gegner wissen wir immer noch nichts und ja, also man kann die Folge durchaus, wenn man Yamato oder Drabimon mag, gucken, aber naja, vom Hocker hauen tut sie einen natürlich nicht. Jetzt seid ihr dran, was sagt ihr natürlich zu den World 3 Anlehnungen, was sagt ihr zu Drabimon, was sagt ihr zu Kreskarurumon und den Kampf? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Noch als Zusatz, ja, dadurch, dass Blitzgreymon und Kreskarurumon jetzt da sind und in dem Digivice-Doppelpunkt auch Omegamon Alter S enthalten ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den demnächst sehen werden. Von der nächsten Folge halte ich natürlich absolut gar nichts, weil Taichi. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Agumon, weil er ja so geleuchtet hat, wahrscheinlich bekommt er jetzt auch einen Burst-Modus wie das Savers Agumon oder irgendwie sowas in der Art. Ich hoffe ja mal nicht.